Herzlich willkommen zur 72. Folge Falkatorio Seablock mit dem Felix. Guten Tag. Tag. So, warum gibt es eigentlich die Prozentanzeige nicht mehr bei der Forschung? Die haben sie extra für dich entfernt. Ja, das Problem ist halt, dieser Opa zockt, mag die eigentlich gar nicht so. Und dann haben die gesagt, okay, entfernen wir für den. Ja, das Blöde ist halt, ich weiß halt nicht, wie viel wir jetzt noch brauchen. Das sieht für mich aus wie ein Viertel von dem, also 20 hätte ich jetzt grob geschätzt. Gut, 20 habe ich jetzt im Inventar. Aber das ist halt Angabe ohne Gewehr, ne? Aber sieht sehr nach einem Viertel noch aus. Dann craft dir doch mal eins. Ich habe leider schon eine Pistole. Ich brauche kein Gewehr. Okay. Oh, guck mal, 64 Wissenschaftspakete für Militär sind hier schon. Und wie viel braucht man für Militär 3? 100. Das Traurige ist, dass wir eigentlich nach der Militärforschung noch 150 Militärpakete bräuchten, wenn wir uns das Spiel um einiges einfacher machen wollen. Mhm. Weil du mit 150 Militärpaketen halt diese tollen Wasser-Generier-Dinger machen kannst. Das heißt, wir können einfach Landfill klatschen, wie wir wollen, und können dann trotzdem halt später im Nachhinein wieder die guten Wasserpumpen platzieren, indem wir einfach wieder Landfill wegjagen. Okay, ja, gut, das ist richtig. Ja, dadurch kann ich halt dann auch wieder hinten ganz links von meiner Anlage die Pumpen verschieben, dass ich halt das Landfill-Fließband dazwischen verlaufen lassen kann und so. Weißt du, ich habe vergessen, was hat da hinten. Weißt du, was jetzt natürlich noch schwierig ist? Nee. Kann das Carbon an dem Fließband hier bleiben? So wie es gerade ist, schätzungsweise nein. Ich hab aber halt noch nichts. Ach so, nee, das Carbon-Fließband hier kann eh weg. Ich dachte, das wäre das andere gewesen, aber das ist ja egal. Das andere bleibt da, wo es ist. Das ist ja eingeplant, die Rohre gehen ja hinter das durch. Okay, Zinnen ist dann jetzt hier auch leer. Auf wen wollt ihr denn verarschen, Alter? Guck mal in die tolle Kiste rein. In die tolle Kiste rein. Möchtest du ein bisschen Silikon verbrauchen? Letzter Benutzer, Felix Gaming. Ach so, das ist das zusätzliche Silikon, was da reingekommen ist, ne? Das ist das Silikon, was zu Silikon verarbeitet wurde. Wovon ich aber nie ausgegangen wäre, dass das so schnell vorläuft. Okay. Womöglich habe ich ab irgendeinem Zeitpunkt dann verdrängt, dass wir die Kiste überhaupt haben, weil ich dachte, es existiert nicht. Aber die andere Kiste ist auch nicht so viel leerer, obwohl das Zeug eigentlich relativ schnell und viel verbraucht wurde sonst immer. Shit, ey. Ja, pass auf, also ich glaube, wir sollten tatsächlich von unten anfangen, jetzt das Zeug aufzubauen. Weil ansonsten kriegen wir solche Geschichten nie leer, wenn wir es nirgendwo mit reinschmeißen können. Korrekt. Dann hätten wir unten auch schon mal erstmal so ein. Siehst du hier gerade den Strom? Hast du durch oder dann warst du von oben eigentlich noch Strom? Du brauchst eigentlich nur eine Verbindung zwischen den Kisten hinten machen, weil ich dir oben eine große Strommastverbindung hingesetzt habe. Das heißt, du müsstest eigentlich nur hier vorne, wo ich jetzt stehe, mal eine Verbindung reinziehen. Dann hast du auch kein Problem mehr. Felix, deine 20 waren sehr schlecht geschätzt. Wie viel sind noch? Ja, keine Ahnung. Übrig? Ich habe keine mehr übrig. Was? Das waren 20. Okay. Krass. Dann sind wir jetzt noch bei 20. Mal gucken, ich habe jetzt hier nochmal 3.
Das ist die einzige Forschung, die wir jetzt noch brauchen, erstmal, dass wir halt komplett umbauen können. Naja, brauchen tun wir zum Umbauen zwar Militär 3 nicht, aber brauchen tun wir es trotzdem Militär Nein, 3 trotzdem. Terminal Refining erstmal. Ja, zum Umbauen halt, aber zum Umbau wichtig wäre theoretisch gesehen eigentlich auch das Militärding. Weil wir halt so jetzt den beschränkten Platz halt haben, ne? Weil die anderen Sachen, die außen rum entstehen, größtenteils halt schon diese ganz fetten Viecher sind. Ach so, wegen des Sniper Rifles hat man die gebastelt, ne? Ah. Dann brauchen wir Aluminium. Ganz wichtig jetzt wegen dem Rohranschluss. Wolltest du dann alles von dem Sulfuric Wastewater nach oben und verarbeiten oder wolltest du ab der Hälfte oder wie war der Plan? Also ich würde sagen, wir bringen erstmal alles nach oben und oben bauen wir dann halt auch die Vernichtungsanlage hin. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die Rohrkapazität halt reicht, ne? Dann bauen wir halt, wenn sie nicht reicht, dann bauen wir halt unten drunter noch eine Anlage hin. Die brauchen wir dann ja nur zu kopieren dann. Und eigentlich bräuchten wir noch mal ein paar Roboterhangare, dass wir mit unseren Robotern dann eventuell auch mal ein bisschen was machen können. Weiß zwar nicht, was du mit den Robotern jetzt zum momentanen Zeitpunkt aufbauen wollen würdest, außer die Rohre, aber okay. Wir haben nämlich eigentlich keinen funktionierenden Blueprint für irgendeine der Erdsachen. Gut, wir Und müssen. wir können auch keine von den Erdsachen eigentlich aufeinander übertragen, weil wir eigentlich alles separat bauen müssen. Wir können zwar vermutlich die Crystallizer einmal den Block aufbauen und dann den Block jedes Mal kopieren, so ein 24er Block oder was weiß ich, wie viel wir auf dem Fließband drauf bekommen von den Dingern. Aber die Verarbeitung ist eigentlich von fast allem individuell. Und von fast allem meine ich eigentlich ist so ziemlich alles individuell. Weil du bei jedem halt irgendwas anderes rausbekommst. Und dann ist halt wieder rum die Frage, ob du das so bauen wolltest, wie ich es jetzt beim ersten Mal gebaut hatte, dass wir halt dann, was weiß ich, ein oder zwei Fließbänder haben, die von unten nach ganz oben einmal durchziehen mit dem Erzzeug, was bei allen rauskommt und dass wir Eisen und so dann oben verarbeiten. Das Problem ist halt aber, dass wir bei Eisen oben auch noch anderes Zeug brauchen, theoretisch, um es einfach zu voiden sozusagen, indem wir es bei Eisen reinstecken, wie Silikon und so was. Ist alles noch ziemlich witzig. Ich habe bisher nämlich noch keinen Aufbau gefunden, mit dem ich selbst zufrieden bin, wie ich es aufbauen wollen würde. Du hattest ja diese Tabelle, die ich mal erstellt hatte, gesehen. Das Problem ist nämlich, dass wir halt bei allen, also so gut wie bei allem kommt ja Eisen und Kupfer raus. Das wäre halt so ein Zeug, was man dann nach ganz oben durchschleust. Das Problem ist halt bloß, dass wir Vorsicht, bei... ich muss mal ganz kurz was testen. Okay. Was war das, eine Granate? Ja, ich brauchte mal die Lautstärke. Ach so. Das Problem ist halt, dass wir bei Kupfer auch noch Tin-Zeug, also das verarbeitete Tin, was halt dann nur noch in die richtig geschmolzen werden muss, also dann in der Form, wie wir es im Lager schon ein paar Mal haben, hier, wie heißen die denn Dinger, in der Ingot-Form ist. Und das Problem ist halt, dass sowas halt beieinander stehen muss, ne? Genauso halt die ganzen Sachen, um Eisen oder so zu strecken, weil wir das vermutlich da auch reinstecken müssen, um es dann ab irgendeinem Zeitpunkt zu voiden, so indem wir es bei Eisen reinstecken. Hast du das jetzt unten so schnell gesetzt? Coole war, du hast das versetzt und eine Sekunde hat bei mir voll geruckelt. Ich denke mir gerade, hä? Was ist da los? Ja, genau, bei mir ist es mir auch genau in der Sekunde geruckelt. Gut, dass Felix noch Rohre hat. Wie gut, dass Felix die ganzen Rohre einfach aus irgendeiner Anlage bzw. aus irgendwas rausgeklaut hatte.
Kann man das jetzt so kopieren? Theoretisch und praktisch ja eigentlich schon. Spricht zumindest erstmal nichts gegen. Ich weiß halt nur nicht, ob es funktioniert mit den Strommasten, die dazwischen stehen, aber sollte eigentlich funktionieren. Ich kann ja mal gucken. Sollte eigentlich kopierfähig sein, ja. So, wo sind die Roboter? Keine Abdeckung, wa? Nicht mal annähernd. Ja, und hier oben verbindet sich das auch. Ja, deshalb habe ich gesagt, theoretisch. Und deshalb habe ich gesagt, das obere Ding muss auch noch mal 5 Meter weiter hoch, mindestens. 5 Meter? Die Meter in Factorio sind anders als in Real Life, Opa. Ach so, okay. 5 Meter heißt von... Die Strecke bei uns von 5 Metern ist von hier bis... Also wenn ich die Schrittgröße von dem Spieler hier, hier sehe... Ja. Sind 5 Meter, 2 Rohrlängen. Ah ja, wie kann man so viele Rohre auf einmal fehlsetzen, ey? Boah, grauenhaft. Das ist aber typisch, man setzt eins falsch und dann setzt man direkt hintereinander alle anderen auch falsch, so. Kenne ich. Aber wenn du einmal drin bist, dann geht das eigentlich. Aber dann bist du drin und setzt auf einmal alle falsch, so vom Gefühl her. Ja, und wenn du dann natürlich noch so blöd bist und dann auf einmal anfängst, die richtigen Rohre wieder abzureißen. Och man, Terminal Refining, das gibt's doch nicht. Immer noch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, dass dieser grüne Balken irgendwie ein bisschen verfälscht ist von Position her. Das ist wie bei, bei der Waschmaschine. Ich dachte bei dem Loading Screen Simulator Ding Spiel, wie, oder was weiß ich, wie das Ding hieß. Wo hast du das Gold ist hingeschmissen? In unser alles Erzzeug Warenlager Ding, glaube ich. Soweit ich weiß. Kennst du das bei der Waschmaschine? Ja, kenne ich, aber das ist aber auch wie bei diesem einen Spiel da. Ah, oh, kenne ich nicht. Also Spiel. Ich kenne nur Waschmaschinen. Da sperrt mich meine Frau immer ein und sagt, mach die Wäsche. Guter Witz. Einmal im Jahr vielleicht. Wenn es hochkommt. Ja genau, einmal im Jahr darf ich raus. Ach komisch, also hast du auch einen PC in der Wäschekammer. Habe ich auch. Ich habe überall PCs stehen. Ach stimmt, du bist ja YouTuber. Gibt's denn auch irgendwann ein Format Opa wäscht oder sowas? Oder Opa wäscht sich wäre auch mal eine Option. Was? Ja. Wenn dann aber nur zu Ostern oder zu Weihnachten. Einmal zu viel im Jahr oder nicht? Also zumindest für deine Verhältnisse. Ich darf viermal im Jahr duschen. Einmal zu Ostern, einmal zu Weihnachten, einmal zu meinem Geburtstag und einmal darf ich mir sogar selber noch aussuchen. Alter, wenn du jetzt nicht fertig wirst, ne? Weil für mehr habe ich jetzt keine Rohstoffe mehr. Fehlt dir dann, wenn das nicht fertig werden sollte? Aluminium. Hast du die 192 schon aus dem Lager rausgenommen? Ja. Nee, hast du nicht. Aus dem Lager, da sind noch 192 drin. Ja, reichen für 6 Taschen. Ja, das sollte doch irgendwann auch mal reichen. Also wenn du Militär noch durchhaben willst, bräuchte ich ungefähr 1200. Militär wollte ich eigentlich erst durchhaben, wenn ich fertig bin, aber klar. Warum nicht? Giant Worm, ah, tolle Wurst. Warum ist hier Waste Byproduct und Coppery Waste Byproduct und sowas in dem Ding drin? Wird das denn eingeladen? Keine Ahnung. Warte mal, ich guck mal nach, letzter Benutzer.
Ja, für Felix Gaming anscheinend. Ja, ich habe das Lager gesetzt. Und gerade aufgemacht gab das Lager. Wow, Bauroboter, die sind sehr schnell. Ja, deswegen brauchen wir halt mehr Masse. Kosten die nicht aber auch Aluminium oder sowas? Flugrobotergestelle? Nö, nö. Das da kostet bei den Transistoren? Nö, ist Stahl? Nö, nö. Nur Stahl und Plastik und so. Und so, okay. So, das heißt, wir müssen dann jetzt hier unten. Wofür hast du eigentlich mehr Roboter gebaut, wenn die gerade eh alle nicht arbeiten? Dann muss man da mal wieder so ein bisschen was Zeug hinbringen, warte mal. Wo war denn unsere schöne Kiste? Wir müssen die Kiste eh nach und nach immer leer machen. Oh. Ich glaube, da war schon keiner mehr da. Schon lange keiner mehr da an. Am Anfang Kiste. Der letzten Folge halt. Ficht mal los. Vielleicht kommt dann mal die Meldung da unten mal. Naja, also ich glaube nicht, dass du so viele reingepackt hast, dass wir das ganze Ding jetzt fertig gesetzt bekommen. Aber ist das alles schon auf Hast du alles schon auf Beton gemacht? Oder wie heißt das Zeug? Concrete? Beton. Nee, Beton. Stahlbeton. Es ist zumindest alles darauf abgegradet, aber wenn du auf die Karte guckst, alles was halt diese schwarzen Punkte hat, ist der Stahlbeton und diese hellgrauen sind halt Ziegelsteine. Und dann siehst du ja, wie viel da noch fehlt. So, das ist nicht gerade wenig, glaube ich. Ja, mal gucken. Jetzt haben die Bauroboter auf jeden Fall erstmal. Ein bisschen was zu tun. Ja, jetzt ist halt bloß die Frage, wie man das am besten aufbaut hier. Ja. So, also das heißt, wir brauchen ja. Du hast jetzt eine tolle Liste ja da. Ja. Oh, wir müssen ja jetzt Crystallizer hier hinsetzen, richtig? Als erstes kommen jetzt die Crystallizer. Ja. Frage ist halt bloß, wie viele Crystallizer du in beziehungsweise wie viele Filtration Units du in einen Tank zusammenfassen willst. Was für einen Tank du dann nehmen willst? Ja, pass auf, also hier wäre die mittlere der mittlere Punkt von der Anlage links. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anlagen. Das ja, der, weil wir 6 verschiedene Erze haben. So, das heißt also, theoretisch müssten dann ja 24 Anlagen oder beziehungsweise je nachdem, wie wir uns jetzt entscheiden, was wir von was wie viel brauchen. Ja, 24 Anlagen müssten eigentlich an einen so einen Tank ran. Genau. Und theoretisch müsste man dann auch diese, ich glaube, sind das 9 Filtration Units pro Ding? Oder 8? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Müsste man da auch dann das Mineral Sludge Rohr abtrennen zu den Anlagen nach oben und dass es halt nur noch in den einen Tank reinfiedelt. Das Problem daran wird bloß sein, wenn man das vermutlich macht, dass ab irgendeinem Zeitpunkt halt die oberen Dinger volllaufen und dann das nur noch halb so effizient so ist. Oder noch richtig, viele. Deswegen, ja. Pass auf, dann baue ich hier erstmal. Ich hol mal Maschinen. Ja, genau. Hol mal Maschinen. So. Wir lassen auf jeden Fall hier ausreichend Platz dazwischen. Ja, das Problem ist, wir haben aber nicht so viel Platz nach rechts rüber, ne? Da kommt halt demnächst dann schon. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir das Zeug weg da kriegen, irgendwie. Wir müssen halt nochmal ein, zwei Folgen. Achso, shit. Bringst du Sprengstoff nochmal mit? Klippensprengstoff oder was für ein Sprengstoff? Ja, also den Sprengstoff da oben. Ich suche gerade mal was, wo Klippensprengstoff ist.
Was war das doch mal? Das war ein leeres Fass und Granaten. Okay, dann brauchst du nur Sprengstoff mitzubringen. Ja. Ich mache schon mal ein paar leere Fässer. Sprengstoff. Was war es jetzt noch? Granaten. Granatos, das waren Eisenplatten, Charcoal. Oder was zählt denn der Klippensprengstoff? Nicht zum Militär. Petrochemical Ja. Refining. Jetzt weiß ich, wonach ich noch gucken wollte, bevor ich hier runtergelaufen bin. So, vielleicht sollte ich erstmal die Bäume hier oben drauf abbauen, wa? Hauptsache, der Herr Zockt hat Filtration Units gebaut, wenn in diesem Lager noch 12 drinne sind. Ich habe keine Filtration Units gebaut. Ja, irgendwann, als du die Filtration Units gesetzt hast, schon die 54 Stück. War ich nicht. So, das ist der Klippe, die Klippe da schon mal. Du hattest die Crystallizer gehabt. Korrekt. Aber halt nicht annähernd an den 144 dran, die wir Ja bräuchten, gut, wir, theoretisch. wichtig sind es erstmal nur die 24 Stück. Davon habe ich mehr als genug. Also, ich habe mehr als 24. Weil die kann man ja noch kopieren. Theoretisch, wir müssen bloß Rezepte ändern, bevor halt das gute alte Mineral Sludge drin ist. Wir müssen es halt, wir schließen alles an und packen die Rezepte auch erst dann rein, damit wir die Rezepte ändern können. So, 24 Stück. Wie basteln wir die jetzt hier ran? Ich setze mal hier oben die Markierung für das zweite Ding. Na, theoretisch gesehen kann man einfach einen auf ihn hier machen und dann halt 5 Kilometer nach rechts gehen. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, das 8. Problem ist halt, dass wir ziemlich schnell an unsere Kapazität kommen werden. Das hast du 10. übrigens ein bisschen versetzt Ja, gerade. das war, das ist vollkommen egal. 24, das heißt, es fehlen da jetzt noch drei Anlagen rechts daneben, damit wir überhaupt die ganze Geschichte hinbekommen. Ich wollte eigentlich 12 oben, 12 unten machen, aber okay. Das hast du nicht gesagt. Du hast einen auf den hier gesagt. Oder da rechts. Oh shit. So, das sind jetzt 1, 1, 2, 6, 3, 9. 4, 5, 6. Das bräuchten wir dann halt. So, ja, pass auf. Die andere Geschichte ist halt. Reicht die Fließbandkapazität? Weiß ich nicht. Wollen wir über und kommt, wollen wir überhaupt 12 mal dasselbe hier unten produzieren? Ist die andere Frage. Aber ich hätte gesagt, wir bauen jetzt einfach alles 12 mal und dann, was wir brauchen, machen wir irgendwann mit Katalysten oder was weiß ich. 12 Mal oder meinst du 24 Mal? 24, also ja. Das heißt, theoretisch sollten wir hier unten anfangen mit. Mit was? Mit Rubite wahrscheinlich. Damit wir das Aluminium so schnellstmöglich wieder kriegen. Das Problem ist, Och, Felix, ey. Immer du mit deinem Problem, ey. Kannst es behalten. okay, dann nicht. Dann stellst halt selber fest. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Die haben 4 Sekunden. Vierundzwanzig durch 4. 6 Items pro Sekunde. Hau die hier raus. Nein, gar nicht. 9 Items haben wir 1,5er Crafting Speed. Also sollte theoretisch fließbandtechnisch reichen.
Das Problem ist halt auch weniger das Fließband. Das größere Problem ist halt, wir brauchen, oder Silikon ist, glaube ich, wenn wir es einzeln anschließen, nur um daraus Silikon zu machen, ist viel zu viel Silikon. Das heißt, Silikon müssten wir eigentlich durchziehen bis oben zur, um Eisen damit zu erweitern, theoretisch. Kobalt, weiß ich auch nicht, wie viel wir davon überhaupt verbrauchen. Eigentlich auch relativ wenig. Und wenn, ist Kobalt immer mit Weißt irgendwas vermixt. du, was der Vorteil an der ganzen Geschichte ist? An welcher Geschichte? Wenn wir die Anlage hier oben noch wegreißen, dann haben wir da oben von den Viechern nur mittelgroß und könnten eigentlich relativ gut nach rechts rüberkommen. Dann machen wir Rubite nach ganz oben. Wir können Rubite nicht ganz nach oben eigentlich machen. Warum nicht? Weil nach unten Weil irgendwo können wir es auch nicht machen. wir bei Rubite können wir von mir aus nach ganz unten bauen. Rubite kommt als einziges, was ich nicht weiß, was wir damit machen wollen. Tungsten, Gold, Titanium und Nickel. Blei und Aluminium weiß ich, was wir mitmachen wollen, aber ich weiß nicht, was wir mit Nickel machen wollen. Titanium erst recht nicht. Nickel irgendwas erweitern. Titanium tungsten, keine Ahnung. Und Gold haben wir auch nicht in der Menge eigentlich verbraucht. Ja, und weißt du, was wir alles brauchen? Nö. Das sind alles Rohstoffe oder Komponenten für, ich bin der Meinung, für die blauen Fließbänder. Titanium definitiv Kobalt, nicht. Kobalt und Aluminium. Ja. Ach so, nee, das. Kobalt ist aber nicht mal in Rubid drinne. Und Aluminium weiß ich, wofür wir es brauchen. Aber Gold war irgendwas für deine Flaschen oder was weiß ich, wofür du es gerade eben gebraucht hast. Ich suche es Tungsten. gerade. Warte mal, wie heißt Tungsten haben das? wir, glaube ich, noch nie. Tungsten. Tungsten, Tungsten, Tungsten. Tungsten haben wir bisher noch nie benutzt. Titanium genauso Sind. wenig. Titanium kommt erst ganz spät eigentlich so. Tungsten Plates meinst du wahrscheinlich dann, ne? Tungsten-Erz kommt raus. Was du mit Tungsten-Erz dann machst, ist mir vollkommen Wurst. Aber Tungsten-Erz kommt halt raus. Ob du daraus Platten machst oder was weiß ich, ist mir egal. Tungsten-Ohr kommt halt da draus. Und dann ist halt die Frage, was du damit machen willst, weil wir mit Tungsten-Ohr Kann ich. momentan noch nicht mal irgendwas machen können. Ich kann dir ganz nur sagen, was wir mit Tungsten machen müssen. Und zwar. So wie gar nichts. Ja, daran siehst du schon mal ein Problem, weil wir mit Tungsten eigentlich gar nichts machen können. Tungsten brauchen wir für MK4er Roboter am meisten dann. Und für sämtliche Züge. Ja. Und Das für Deuterium-Reaktoren und Reparaturkits. größere Problem, was ich halt sehe, ist das Zusammenfügen von den Ingots später. Eisen kann man mit Silikon, Kobalt, glaube ich, auch noch strecken. Ja, ich glaube, Kobalt wäre dafür aber zu teuer. Also das heißt, Silikon wäre dann wahrscheinlich das Mittel der Wahl. Manganes kann man es auch. Wie macht man Manganes? Silikon. Kobalt und da würden wir zumindest Nickel halt loswerden, aber wir haben ja das Rezept dafür halt noch nicht. Das wäre Iron Smelting 3 halt, ne? Da wirst du dann Kobalt und Nickel mit dem Eisen los. Bekommst halt aber auch massiv viel mehr raus, ne? Da bekommst du dann, dann ist in dem Fall sogar Kobalt und Nickel genauso viel wert wie Eisen in dem Rezept. Weil du 12 Kobalt reinsteckst, 12 Nickel und 12 Eisen-Ingots und bekommst einfach 360 Molten Iron raus, ne? Aber es gibt das, da, man würde das Nickel auf jeden Fall loswerden mit Iron Smelting 3. Na ja gut, Da das. musst du Chrom halt dann entweder reinstecken oder halt Pass Chrom auf, oder Kobalt. Fakt ist halt, wir müssen im Endeffekt überall relativ große Puffer zwischen machen. Leider. Kommen wir hier mit gelben Greifarm aus?
Eigentlich schon, oder? Theoretisch gesehen ja, praktisch eigentlich auch. Die brauchen ja 4 Sekunden pro Ding, also sollten gelb eigentlich reichen. Du hast nicht zufällig mittelgroße Strommasten. Doch. Theoretisch gesehen sogar auch eigentlich mehr als genug für die Anlagen eigentlich. Dir ist bewusst, dass sich die Strommasten nicht verbinden? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Du machst jetzt überall. Ja, es gibt ja keine andere Option, um es einigermaßen akzeptabel aussehen zu haben. So, das heißt, das Zeug kommt dann. Blader hatten wir auch nicht hier, ne? Nee. Leider nein, leider gar nicht. Dann heißt, das heißt, es macht keinen Sinn, hier vorne einen Zwischenpuffer hinzusetzen. Ich nehme die Rezepte gleich wieder raus, ich muss aber einmal kurz was gucken. So. Oh, ich hasse unsere Range, ey. Kann man nicht mal 5 Meter weiter Range haben? Hier kommt jetzt Rubite raus, ne? Ja, ich stelle aber einfach mal kurz hier irgendwas ein, dass ich was gucken kann. So, das heißt, der nächste Punkt in dem Fall wäre dann hier das Zeug zu crushen. Korrekt. Die Crush hast du schon dabei. Ja. Okay. Was sagte deine schlaue Liste dazu, dass... Oh! Lass mich doch das nur abreißen. Ich lasse euch doch in Ruhe noch. Wie viele Koscher brauchten wir dann? Crusher habe ich nicht geguckt, weil ich nicht wusste, wie viele Maschinen wir pro Ding bauen wollen. Okay. So, aber es sieht nach 3 aus. 3 Stücken? Selbst mit 3 sind wir weit unter dem, was wir eigentlich bräuchten. Bei 3 haben wir sogar noch 8 von den Crystallizern zu wenig. Machen wir nochmal einen weg. Einen Kruscher. Ja, dann sind wir bei Plus. So, und damit wir es vernünftig machen können, müssen wir eigentlich 4 machen dann. Das Problem ist halt, dass wir von den Ore-Crushern, das sind ja die Zweier Ore-Crusher, wir bräuchten eigentlich, wenn wir mit 3er Sorting Facilities und 2 voll versorgen wollen, bräuchten wir halt, wohl oder übel, 4 Ore-Crusher 2, die wir eigentlich voll versorgen. Ja, dann bauen wir hier auch noch 4 Ore-Crusher hin. Aber mit 4 Ore-Crushern bräuchten wir halt so ein, zwei Maschinchen noch mehr, ne? Wir bräuchten noch 18,6 Crystallizer mehr. Das heißt, fast 2 Blöcke von den Crystallizern bräuchten wir für ein so ein Ding, ne? Okay, ja, ist egal. Das ist halt das Problem, was ich so sehe an dem ganzen Ding jetzt hier. Das war das Problem, was ich hatte, als ich mir die Zahlen angeguckt habe von den Maschinen. Weil wir eigentlich so eine Riesenproduktion von allem brauchen, um die Maschinen einigermaßen abzustimmen aufeinander. Ja, dann müssen wir halt gucken. Dann machen wir das jetzt so. Dann müssen wir halt nach links upgraden und dann bleiben das halt die 2 oder keine Ahnung. Weil das macht ja so halt einfach keinen Sinn. Das Problem ist halt aber auch gewesen, dass die Ore-Crusher halt irgendwie auch nicht so wirklich mit dem zweiten Teil halt mit Sorting, Refining und Leaching Flotation so irgendwie übereingestimmt haben. So. Okay. Weil die Zahlen halt irgendwie nicht so richtig gepasst haben halt. Die ja, Crusher dann, passen nicht da so richtig zu halt. Dann ist egal, dann machen wir jetzt hier 4 Crusher hin, dann ist das vollkommen egal. So, die Frage ist jetzt halt. So, wir planen das jetzt eh erstmal ja nur. Was hast du da reingepackt? Das sind die blauen, ne? Saphirite. Ah. Dann schmeiße ich hier einfach auch erstmal Saphirite rein.
Ja, ich habe es einfach nur gemacht, um den Planer rüberziehen zu können, dass er, wenn ich ausschmeiße, es fehlen noch 1730 Rezepte. Aufpassen, mit rechts rüberlaufen, ne? Du wirst gleich dann vollgespuckt. Ja, den müssten wir eigentlich wegmachen. Ja, und das ist aber so ein riesiger Wurm. Bis wir den weg haben, ist Ostern. Alter, guck mal auf die scheiß Forschung. Ich hasse sie. Eine? Keine Ahnung, können auch zwei noch sein. Wenn wir Pech haben, auch drei. Aber fünf sollten reichen, hoffentlich. Ja, das Aber hoffe bis, ich aber auch. bis, aber bisher waren meine Prognosen immer ein bisschen sehr weit vom Fenster irgendwie so weg. Pass auf, Obwohl der Balken halt immer so aussieht, als wenn das jetzt locker brauchst du nur reicht. eine halbe Flasche. Pass auf. Wäre schön, dann wäre es wenigstens durch. Komm, Alter. Mach bedimm. Mach jetzt. Bitte. Oh, danke. Verdammte Axt. Kriegen wir einen riesigen Wurm weg? Haben wir davon schon mal einen weggemacht gehabt? Von denen noch nicht. Von denen werden wir vermutlich auch nicht ohne Militär 3 einen wegmachen. Weil der uns vermutlich vorher 70 mal weggemacht hat. Grob geschätzt. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt die ganze Anlage einen nach oben schieben, damit wir weiterbauen können. Theoretisch gesehen ja, praktisch gesehen eigentlich auch. Ja, ich reiß hier vorne schon ab. Setz mal den Blueprint hier hin. Setz mal den Blueprint hier hin. Felix hat noch nicht mal einen Blueprint gezogen. Setz mal den Blueprint dahin. Ja, machst du ja einfach Steuerung C. Ist ja ruckzuck erledigt. Nein! Verdient. Kann ich irgendwas noch bauen? Eher weniger. Ich sag's mal so, wie es ist. Ich glaube, unser Weg ist momentan nicht mehr der richtige. Welcher Weg? Das Erz so herzustellen. Das Problem ist aber, wir haben nicht wirklich einen anderen Weg, ne? Eigentlich müssten wir zu Catalysts umswitchen, damit wir das rausbekommen, was wir auch rausbekommen wollen. Das Problem daran ist halt bloß. Wir haben keine Katalysten. Also beziehungsweise die Forschung darin wäre ein komplett anderer Weg, ne? Nö, Catalysten können wir bauen. Also zumindest Mineral Catalysten, also Eisenerz, Kupfererz, Blei, Zinn und nee, Silikon nicht mehr. Aber die ersten vier können wir einzeln herstellen. Das Problem wird bloß ab Silikon brauchen die, um separat hergestellt zu werden, Chunks und die Crystal Catalysts, die aus Crystal Seedling gemacht werden. Das heißt, das wäre halt, dass wir theoretisch gesehen die halbe Filtrationsanlage umstellen dürfen vom Rezept her. Dass wir den halt Purified Water unten einflößen, der halben Anlage, dass wir da halt die anderen Filter rausbekommen. Das Problem ist halt bloß aber, dass wir, um überhaupt an die Crush-Dinger ranzukommen, um die herzustellen, brauchen wir halt eigentlich mehr von dem Crystal-Zeug, so, aber. Oder Mineral Sludge besser gesagt. Das ist alles so. Das Problem ist halt an dem Aufbau, den wir jetzt haben, ist es absolut scheiße aufzubauen. Weil wir überall sechs Erze rausbekommen. Richtig. Und das Problem daran ist halt, dass du Im Moment. eigentlich überall alles so rausbekommst. Du musst eigentlich unten irgendwas aufbauen, wo
halt, die untersten beiden Anlagen sollten eigentlich irgendeine Sache sein, wovon wir nur zwei Erze haben, die es rausbekommen. Das heißt, es fallen. Naja, eigentlich sind dann nur noch Stiratite oder sowas halt. Uran ist halt das Einzige, was wo zweimal Sachen nur produzieren. Silikon, Nickel, Silber, Tungsten, Kobalt, Tin, Blei und Gold sind halt die einzigen Sachen, wo zwei rauskommen. Das wäre halt irgendeine Sache, die das produziert, nach ganz unten setzen, dass wir eine Sache schon von denen rausholen können, damit es nicht bis ganz oben durchs Fließband durchlaufen muss. Weil bisher sehe ich keine andere Option, das aufzubauen, als halt ein Fließband von unten nach den, nachdem wir halt die 35 Sachen mit Flotation, Leaching, Refinery und Sorting da hatten, die Erze halt hochtransportieren. Gibt noch eine andere Möglichkeit, Und die wäre? dass wir sagen, nach der Ore Sorting Facility sortieren wir uns das Erz schon mit Teilern so, dass wir für jedes Erz einen Fließband nach oben laufen haben. Das Ja, wird das so. ist ja der grobe Plan, den ich hatte. Entweder ein gesamtes Fließband oder halt ein von jedem ein getrenntes. Das Problem daran ist halt bloß, du Es musst braucht halt Platz. gucken, wie du das hinbekommst, ne? Richtig, es braucht halt Platz. Und schöne Unter Sachen. anderem. Gut, kriegen wir aber hin. Dann müssen wir es jetzt erstmal so machen. Dann werden wir wahrscheinlich. Und vor allem der Vorteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn wir das jetzt so machen, dass wir sagen können. Dass wir sagen können, wir haben zwischen den purifizierten Sachen haben wir halt Luft, wo wir dann uns die Erze und sowas rausziehen können, um daraus halt das Zeug zu machen, was wir dann halt machen. Also dieses, wie heißt das denn? Dieses spezielle Zeug. Was ist denn die Purified, das spezielle Zeug? Ja, gut, das heißt, was wäre dann jetzt hier das nächste? Ah, ne, machen wir in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.